Ich habe vielleicht eine Idee. Die wäre? Dann müssten sie... Warte mal. Naja. Über drei Seiten. Ja, drei ist besser als zweieinhalb, ne? Also... Tu du mal. Kurz mal ausprobieren. Übrigens fällt mir aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund habe ich 248 Punkte nur. Nee, bei mir ist 250. Mhm, bei mir auch. Bei mir selbst habe ich 248. Naja, nur weil ich hier stehe, ist schon okay. Ist jetzt etwas blöd für den Anfang, ne? Ja, ich plan ja nur. Achso. Das ist mir völlig bewusst. Und dann warte, wenn man die dann... Das geht auch nicht auf. Oh Mann, keine Lust mehr. Muss es ja nicht für überkomplizieren und so. Wo bist du? Defizitalisieren, hm? Bleib stehen! Simon! Was? Stehen bleiben. Bau du. Ich soll bauen. Mhm. Wenn es zu doof dann eine Damage-Zone zu überlegen. Ja, dann solltest du wissen, dass er ohne Damage da unten bauen wird. Mhm. Ja, dann verlieren wir halt. Vor allem, wir wissen ja noch gar nicht, wie schwer die Map ist. Vielleicht ist die ja gar nicht so schwer wie die vorherigen. Ich würde es aber annehmen. Nein, nicht so negativ denken. Perfekt. So. Ah ne, den brauche ich ja da. This will work nicely. So, das da. By the way, ist hier ein Druckknopf. Wie es aussieht. Aber den kann man nicht auslösen, oder? Ja, wir nicht, die Lumen vielleicht. Stimmt, was löst der denn aus? Irgendwas hier hinter. Das aussieht wie explosive Fässer. Oder Stromrelays. Moment. Okay, let's go. Hm?
Nee, kommt man einfach rüber. Wollte nur gucken, ob man sehen kann, was dahinter ist, ein bisschen genauer. Aber die erste Runde sieht noch verdammt leicht aus, also. Prinzipiell ja. So, ich denke mal, das läuft so bisher. Fokus? Ich mach das in ja bei den Zombies, klar. So, mach mal. Wohin? Wo du willst, wo es Sinn macht. Sinn macht das möglichst irgendwo relativ mittig. In dem Fall wahrscheinlich an der Schreckposition. Hier wahrscheinlich. Jo. Komm, hau den Blitzturm doch hier hinten. Macht da dreimal mehr Schaden. Auch gut. So, wenn noch wer halt weiter aufpumpen könnte. Wir haben keine Punkte mehr. Ah, ja. Ich habe eine Bärenfalle am Kopf. Also lass den Scheiß sein. Leg das wieder weg. Nein, ich habe eine Bärenfalle am Kopf. Wollt ihr mich jetzt noch so weiter verfolgen? Ja, wenn du sie nicht loslässt, ja. Ja, ich lasse ja los. Die schwebt auf meinem Kopf. Ich kann da nichts mehr dagegen machen. Ja, dann nimm sie mit. Stehen, damit wir sie wegnehmen können, verdammt. Nee. Abnehmen kann ich sie ja selber auch. Ja, dann mach das auch. Nee. Wäre langweilig. Habt ihr es bald? Ja, ich hab's. Ich bin ready. Also, ich muss mal ablegen. Ich sehe schon, ich bekämpfe die alleine, ist okay. Das muss ich auch wieder in diese Einmal-Dinger. Diese Bärenfallen nehmen. Oh, mein Bärenfall ist weg. Übrigens, diese Teile im Boden fahren aus, wenn da jemand drüber läuft. Kann man mal kurz bei den Zombie gucken, warte. Oder ihr Puls gehen, genau. Lass den Zombie mal hier drüber rennen. Beachtet mich und kommt über diesen Knopf. Okay. Cool. Oh. Alle sind in die Decke geschossen. Oh, da sind welche beim Kern. Oh. Weil wir unbedingt das anschauen mussten. Mann, ey. Jetzt tu nicht so, als wär's bei dir anders gewesen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Eben deswegen, ja. Oh. Rein heilig.
Oh, ich bin MVP. Da, nein. Da. Nebenbei, war das mit den Minen eigentlich gut? Warte, haben wir in der Runde nur Zombies? Sieht so aus. Wie langweilig. Wo sind die Minen eigentlich hin? Hab ich in der Hand. Ah, okay. Alle 12? Wie viele waren das? 6, ah, okay. Geht jetzt mal alle hier vor, weil es ist ja egal, es kommen eh noch Zombies raus. Och, was bringt dir das, Junge? Ich hab eine Krone. Nein, ehrlich, was bringt dir das? Ich will es mal ganz ehrlich wissen. Eine Krone. Jetzt geh ins Kopf. Damit nimmst du nur Schaden weg, den wir theoretisch machen. Ach komm, die paar hundert da. Und du deinen Spaß hast. Die mach ich mit meinen Style-Punkten wieder weg. Was für Style-Punkte? Eben. Die Gegner fallen in Ohnmacht vor der Krone. Die wissen, hey, da ist der König. Zweifle ich an. Tja. Ja. Das ist auch schwer zu glauben. Ist einfach echt, es ist ein richtiges gutes Zeichen, wenn so eine komische Bärenfalle Zeigen zu einem richtig männlichen König macht. Ja. Der König. Natürlich. Ja, das muss sie einfach lieben, oder? Mhm. Komm, gib's auf, du hast verkackt. Bleib mal kurz stehen. So. Mist. Ich kann nicht anderen Leuten die Krone aufsetzen. Ach. Du willst es unbedingt tun, ne? Ich will es tun, ja. Da. Ui, wie witzig. Ja. Oh Mann. Ihr seid echt nicht mehr zu retten. Wieso ihr? Ja, ihr. Weil du es ui witzig findest. Ja, du hast ja auch gehört, wie unglaublich witzig ich es wirklich fand. Ja. Ja, man hat dich sehr laut lachen hören. Ja. Ach, vielen Dank. Ich hab dich auch lieb. Wieso auch? Wer sagt was von auch? By the way, wir sollten die Türme vielleicht mal ein bisschen was umdeponieren. Och nö. Die werden wir eh wieder brauchen, wir können neue Türme setzen. Auch gut. Ja, wenn ihr meint, dass ihr genug Punkte habt. Also ich hab 0. Wir haben insgesamt 480 Punkte. Ich kann nicht alles im Alleingang machen hier. Nee, das ist nur das Einfachste, wenn wir die Punkte schon mal wissen. Ah ja. Okay. Nebenbei, wer setzt da ein Loch in die Wand? Achso, jemand, der mir nur Schaden machen wollte, schon okay. Ja. Das war diesmal nicht ich. Hatte gerade Verwunderung in deiner Stimme. Mhm. Stirb. Ich meine, jetzt 12 Zombies werden wir so fertig, meine Güte. Ja, trotzdem, so ein Blitzturm kann ich schaden. Ja, ich meine nur, ne, dass man nicht überlegt. Wann habe ich eigentlich wieder Punkte gekriegt? Damals, in Vietnam.
Schöne Zeit. Mhm. Ich gehe vielleicht kurz. Oder nee, wann machst du den nächsten Cutscene? In etwa 8 Minuten. Okay. Ich muss aufs Klo bloß. Ach ja. Kneifen und ballern. Sollte es wirklich immer auf den ersten konzentrieren, vielleicht. Jo. Wir stehen aber alle so schön auf einem Haufen. Schlaferstuhl, Herr Egen. Aber ich verstehe Leute kaum. Soll wieder ein bisschen lauter machen. Möglich wohl, ja. Zeitlimit. Wo ist Simon? Simon ist erstmal das Spiel lauter stellen. In dem Zeitlimit? Im Zeitlimit, ja. Ja, nur ich meine, ich werde das hier nicht alles im Alleingang aufbauen. Natürlich. Wir haben noch einen Fokus aufgestellt, ne? Wenn noch jemand kurz aufrüsten kann. Markus? Danke, das ist schon weg. Max. 25 Punkte noch. Ja, ich bin beschäftigt hier. Fokus, da. Friss. Friss. Ich gehe da drüben hin zu den schnellen Viechern. Ich bleib beim Material. Ja, oder Spucke halt. Boah, scheiß Hüpfer. Ach, wir haben Hüpfer. Ja. Nette Überraschung. Ja, anstatt sich um mich aufzuregen, hätte man vielleicht mal auf den Plan gucken können. Nee, das macht man doch nicht. Sowas wäre ja strategisch. Nee, mehr hat der Bot 53 Leben. Was? Der tolle Bot, meine ich. Ja. Warum? Weil es einfach so viel mehr ist, als wir alle haben. Ich hab auch 350, glaube ich, oder? Echt? Mal kurz gucken. Nee. Du hast 225. Ah, okay. Der Kleine hat, glaube ich, wirklich 350. Moment. Ja, hat er. Ja. Hank. Jo. Oh, halt, ne? Perfect. 23 Blöcke. So, es dauert jetzt nicht zum Aufbauen. Ich bin mal kurz. Ja. Bis jetzt kommen 9 Hüpfer. Ich werde hier mal die, Minen auslegen. Okay.
In der Hoffnung, dass die Hüpfer da reinhüpfen, weil... Ich meine, ganz ehrlich. Beste Möglichkeit für Schaden, meinst du nicht auch? Gut, weil ich gar nicht weiß, ob die Hüpfer so schnell angesehen werden. Aber es macht trotzdem gut Schaden an den Hüpfern. Jo. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. Also knapp einkalkuliert hier, bar. Wieder. Perfekt. Dummer Pisser, ey. Ey, ich muss 2 Schritte aufs Klo gehen. Ja, gut. Mit deinem Innenarchitekten rede ich auch nochmal. Es ist aber in einem anderen Raum, also nur um das klarzustellen. Ja, wenn deine Räume alle nur 3 Quadratmeter groß sind, ne? Naja, mein Zimmer hat vielleicht so... 4. 7 und dann das zweite Zimmer, so ein Anteilzimmer. Nochmal so 7. Das ist nicht viel. Du weißt, wie viel 7 Quadratmeter ist, ne? Ein Bett nimmt schon 2 ein, in der Regel. Eben. Ja. Das heißt, du kannst quasi 3,5 Betten in dein Zimmer rein, dann ist der Boden exakt ausgelegt, quasi. Ich bin fast nicht, wie viele Türme wir hier bekommen. Ich meine, das ist verdammt mal Runde 4 und wir haben schon... Ja, weil man theoretisch die Meter ganz anders bauen kann. Effizienter, mit viel mehr Türmen. Ach ja, lasst mich halt. Ihr wolltet ja nicht, ne? Also, ne? Ja, ich hab keine Ahnung davon, wie man es genau macht. Ich weiß nur, dass es effizienter geht. Das siehst du auch selbst. Okay, vielleicht sind es doch mehr als... Ich habe aber keine Ahnung, wie viel. Wir müssen mal was messen. So, Hier hast du noch einen. Den hast du sinnlos platziert. Hab ich das, okay. Ja, aber anscheinend funktioniert es ja mit der Meta in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ihr wolltet ja nicht. Ich hab nie behauptet, dass ich gut bauen kann. Mal kurz gucken. Du hast noch 680 Punkte, ne? Ja, ich überlege gerade, wofür ich die ausgebe. Vor allem okay, wo? Der Fokus ist voll. Ich glaube, fast hier ist ein guter Ansatzpunkt. So viel drumherum. Na? Ja, aber man bekommt die von oben nicht gescheit runter. Na, wo? Die von oben laufen alle unten durch, ne? Wenn es keine Springer sind. Zu den Springern gehe ich jetzt zuerst mal. Ja, aber die kommen ja da hinten raus, das ist ja eh egal. Ja, da gehe ich hin. Ich glaube, das wäre aber der beste Punkt, um sowas zu machen. Aber ganz ehrlich, 3 Wackler, 9 Springer, das ist doch... lame. Ja, Balancing in dem Spiel, in den DLCs, ist immer super. Mhm. Also, ich mache auf jeden Fall Springer. Okay. Ich kann Wackelköpfe nicht. Ja, ich kann sie nicht machen, weil ich keine gezielten Schüsse mehr... Obwohl, eventuell kann ich... Ja, wenn ich genau ziele, ja. Macht der Brand auch... Brand macht auch den gewackelten Schaden. Sehr gut. Knapp. Schon mal ein bisschen was. Mhm.